Hier, kick mal. Da ist er. Alter, der farbenfrohe Chris. Eben, geht's gut? Alles gut. Na, bei dir? Ja. Fick dich, Alter. Ja, ich würde sagen, jetzt habe ich ordentlich Hops genommen. Ich Bock drauf. Mal gucken, was jetzt so abgeht. Was machen wir jetzt Schönes? Du gibst vor, ich mach nach. Ich darf machen. Ich hätte ja Beine gesagt. Nein, aber das habe ich leider schon Ding gemacht, habe ich dir ja schon geschrieben. Leider vor allen Dingen. Hat nur einen Tag nicht geschrieben. Was willst du machen? Rücken hast du gesagt. Mach mal Rücken. Ja, dann machen wir Rücken. Das ist ganz einfach. So, was haben wir denn hier Schönes? Das sind die vier Jungs, die. Also die saufe ich beim Training. Aber die trinke ich beim Training. Oh, das ist sogar diesmal ein sauberer Fisch. Die coolen Sachen bekommt ihr übrigens im Shop von Neosubs. Und die gute Nachricht ist, mit Kurt Heiko bekommt ihr die mal zum besten Preis. Aber das sind so die Basics halt, das ist ein Muss. Ob ihr die nur jetzt alle beim Training euch reinhaut, vorher, hinterher. Ich habe es mir angewöhnt, beim Training zu trinken, weil ich jetzt den ganzen Tag mit Shakern beschäftigt bin. Das hätte ich jetzt vielleicht zu meiner aktiven Zeit gemacht. Aber dafür, dass ich dann mein Kreatin ins System bekomme, dann mache ich das bei meinem Workout. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, wir haben heute ein schönes Rückentraining machen mit dem Chris. Ich hätte lieber Beine gemacht, weil das seine große Schwäche ist. Obenrum ist er eigentlich ziemlich komplett und ziemlich perfekt, würde ich sagen. Ich kann heute einfach mal versuchen, was anderes zu machen und ihm ein paar andere Ansätze zu geben, Trainingsansätze, weil er will ja ein bisschen schwerer werden. Ich hätte sogar gesagt, wenn er seine Kackstelzen in den Griff bekommt, dann könnte man ihn versuchen, in die Classic Physik zu stecken, weil obenrum sieht schon schlimm aus. Weil der ist immer so abartig hart, so sehr diszipliniert, sehr konsequent. Haben leider noch nicht viele auf dem Schirm, aber er zeigt sich auch zu wenig. Und ich denke mal, ich hoffe, dass sich das bald ändern wird. So, da haben wir hier für euch, kann ich euch genau sagen. Ab sofort gibt es bei euch im Shop, das läuft bis zum 20.12. übrigens, mit meinem Code 30% auf alles. Zusätzlich gibt es den Hoodie Rocco gratis dazu bei einem Mindestbestellwert von 80 Euro. Würde ich sagen, zieht euch das rein, sichert euch das Teil und dann viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß beim Klamotten tragen. So, das wird unser erstes Arbeitsgerät werden hier. Ich bin mal gespannt, wie stark der Chris ist in Wirklichkeit. Achso, was sagst du dazu? Machen wir das mal vom Mixen noch. Das ist was anderes, ne? Ich hoffe es alle, ich hoffe es. Wichtig ist wirklich, versuch mal, wenn du oben bist, den Latt komplett. Und dass das erste Drittel oder das erste Stück mit dem Latt anziehst und dann in den Arm reingehst. Und was man vielleicht noch mal versuchen könnte zu variieren, einfach mal probieren, ob es fetzt, die Ellbogenstellung. Ne? Einfach mal eine andere Ellbogenstellung nehmen oder weiter nach hinten nehmen die Dinger, wenn wir runterziehen. Ich habe es auch schon gehabt, dass wir es weiter so reinnehmen und dann runter. Also nicht. Ja, ich weiß, also, merkst du hier, zieht ja schön rein. Kannst aber, wenn du wirklich den oberen Teil vom Latt treffen willst, kannst du eigentlich sogar weiter hinter nehmen anstatt hier. Okay. Weil hier gehst du mehr runter, merkst du ja auch so. Also in den unteren Teil hier für die Leute vom Latt. Und wenn du die Ellbogen nach hinten weiter stellst, kommst du tatsächlich in den oberen Teil. Also bei mir fühlt es sich so an, dass es sich so ansteuert. Gibt es bestimmt die Schlaumeier, die das alles widerlegen können. Aber bei den richtigen geilen Typen, da läuft so. Läuft immer. Immer. Ja. Und weg. Ja, ein bisschen. Nur noch zwei alleine, komm. Einer. Jetzt geht's los, komm. Sagen. Genau. Für mich geht's jetzt genau los. Vorher war Reha-Sport. Zwei. Drei. Vier. Du bist ein bisschen armlastig zum Anfang. Kommst am Ende erst so in den Rücken rein. Also hast quasi die Brust unten. Versuch mal vielleicht gleich diesen zu machen zum Anfang. Zack, dass du schon das erste Stück Druck auf den Rücken bekommst. Und nicht erst hier hinten. Ich meine, gut, was soll ich sagen? Der Rücken ist gut. Das ist alles Schlagsahne auf der Torte jetzt, was ich erzähle für ihn. Anderen Athleten würde ich jetzt wahrscheinlich weniger Gewicht sagen und versuche mal ein bisschen sauberer zu ziehen. Aber wie gesagt, Rücken ist ja alles da. Ist auch qualitativ sehr gut bei ihm. Aber volumentechnisch kann man da Next Level in Angriff nehmen, denke ich mal. Zuerst
die Brust hochziehen. Also richtig gleich anfangen, richtig reinzuziehen. Und raus. Ja, war schon besser, aber geht noch was. Du hast vorhin so angefangen und dann bist du quasi erst nach in die Rückenlage gegangen, dann hast du gezogen und am Ende hast du dann die Brust versucht hochzunehmen. Dann kommst du auch in den Rücken rein dann. Aber das kannst du ja gleich von Anfang an machen, dass wenn du von oben anziehst, hast du gesehen, Bob geht gleich als erstes hoch. Ich mache als erstes, gehe ich mit der Brust gegen die Stange. Zack, und dann in den Rücken rein. Zack. Und ich gehe immer noch, also ich bleibe nicht hinten liegen, ich versuche dann wirklich von oben aus dem Latt in den Rücken reinzukommen. Das sah schon ziemlich geil aus, ne? Genau. Jawohl. Puh. Jawohl. Puh. Ja. Puh. Puh. Sehr schön. Puh. Ein Stück tiefer rein und Brust hoch, Brust hoch. Ja, ist schon anders. Bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Fühlt sich das Gewicht doch gleich viel schwerer an? Ja, fühlt sich gleich von hier oben. Ja, ne? Ja, genau. Ja, geht richtig geil. Ja. Ja. Und das ist ja dann das Ausdauern. Viele verwechseln ja immer Rücken und Latissimus, das ist nicht eins. Rücken ist eigentlich die Rückendichte, das Fleisch im Rücken. Und der Latissimus ist halt das Ausdauern an der Seite. Und den zu treffen ist für viele schwer. Und das muss man halt rausfinden. Man muss da auch wirklich Sachen probieren, wenn der nicht wächst. Weil es liegt meistens daran, also nicht nur an der Genetik, sondern es liegt meistens daran, dass man den nicht richtig ansteuert von Anfang an. Dann wächst der Rücken halt nur so, wie der genetische Index den so ein bisschen vorgibt. Also beim einen mehr, beim anderen weniger, kommt auf den Typ an. Aber wenn man dann den gezielt trifft, dann hat man natürlich einen optimierten Trainingsreiz. Und ich bin der Meinung, die Muskulatur reagiert dann auch darauf, denn so mit Wachstum. Und deswegen dann lieber ein bisschen auf Gewicht verzichten, weil das erkläre ich auch immer in allen Videos, sobald du eine kleine Winkelveränderung hast, ist es unwahrscheinlich schwer für den Muskel aus der Position, dasselbe Gewicht zu bewegen wie vorher. Schafft er nicht. Also musst du das Gewicht reduzieren, den neuen Bewegungsablauf erstmal motorisch abspeichern. Der Muskel gewöhnt sich an die neue Position und wird dann automatisch stärker und das auch relativ schnell. Also man kommt dann wieder relativ schnell an schwerere Gewichte ran. Aber wenn man den Schritt nicht macht, weil viele im Gym, die wollen halt die Gym-Heroes sein, die können nicht auf Gewicht verzichten, die werden sich dann auch nie weiterentwickeln. Die werden immer auf dem gleichen Level bleiben. Aber wenn man da wirklich versucht, neue Wege zu finden und neue Wege zu gehen, gerade beim Rücken ist sehr, sehr interessant, wie man den ansteuern kann. Wir haben auch gleich beim Vorgebeugten sehen, habe ich auch schon oft gezeigt. Und gerade bei interessant zu sehen bei Chris, weil der nun wirklich einen sehr, sehr guten Rücken hat, da nochmal jetzt einen neuen Reiz zu setzen. Und er sagt selber, ey, den habe ich hier oben viel besser getroffen und so. Das spricht ja dann für sich, dass da meine Theorie nicht so unrichtig liegt. Ne, auch wenn es oftmals bestritten wird, dass wir Oldschooler haben ja eh was am Zwirn. Ja klar, weiter, komm! Weiter! Brust hoch! Und gegenhalten. Und raus. Jawohl. Jawohl! Brust hoch! Brust hoch! Wir machen jetzt nochmal, jetzt fangen wir an zu reduzieren. Und zwar, pass auf, du machst die ersten Wiederholungen so, wie wir gerade besprochen haben und wirst dann bei Reduktion zu Reduktion sauberer und vielleicht gefühlvoller noch. Ja. Ne, jetzt kannst du richtig Gas geben, Knallgas geben. Jetzt ein bisschen. Aber hast du gut gemacht. Los geht's. Sehr schön. Ja. Und weg. Puh. Asozial, aber Technik. Ja. Jawohl. Ja, gut. Ja, jetzt läuft es ja. Jawohl. Schön gegenhalten, hast du schon gut gemacht. So. Schöner Satz. Was geht's los? Ja, geil. Okay. Der lächelt mir noch zu viel hier. Naja, ist ja nur. Wir dürfen nicht vergessen, wir trainieren nicht mit dem Anfänger, ne? Wir trainieren mit dem Profi.
der trainieren kann. Und wir, aber das hat mir schon ganz gut gefallen gerade. So. Man kann vielleicht das Ganze von der Intensität noch optimieren, indem du vorher noch ein bisschen mehr auf deine Technik achtest. Du kannst Schwung nehmen, alles klar, aber achte ein bisschen mehr auf die Technik. Du fällst immer bei den Schweren noch zu sehr ein. Ne, du musst, ja, mehr Brust raus, mehr aus dem Latterbein. Du musst zum Anfang versuchen, das Ding rauszureißen. Den ganzen Brustkasten quasi. Weil damit schiebst du ja schon den Rücken zusammen, indem du die Brust, den Brustkasten anhebst. Gehst ja schon so ein bisschen in die Vorkontraktion rein. Wenn du dann noch nachziehst, das schwere Gewicht, du merkst richtig, wie der ganze Bereich arbeitet. Genau. Und dann von reduzieren zu reduzieren hast du gut gemacht, also richtig gut gemacht. Ist cool. Den Kollegen werden wir auch noch machen, auf alle Fälle. Also die spürst du so pervers, das ist geil. Und der ist 75. So kannst du mir. 53 Oberring, ne? Wunderbar. Der Junge, der ist schon genauso lange hier in dem Laden wie ich. Wir kennen uns 30 Jahre. Ja. Und das Einzige ist, der sieht genauso aus wie vorher. Ja. Der Einzige, der alt geworden ist, bin ich. Ja, ja, ein bisschen grauer bin ich auch geworden, ich wissen durch, aber 12 Operationen, ja. Aber ist man immer noch dabei. Wahnsinn. Gott sei Dank. Ja, Wahnsinn, Alter. Ich bin der Einzige, der hier wegaltert. Hab halt ein hartes Leben gehabt. Ich würde sagen, wechseln wir rüber. Zwei. Die Griffe geben Hornhaut. Männerhände. Der macht Bodybuilder-Hände, genau. Finde ich geil. Der hat da früher auch dran gezogen, gell? An den Turm. Ja, und Scheiben. Die hat uns die Pelle von der Hand gezogen. Geil. Klaus war der Erste, wo ich, der so extrem schwere Gewichte ohne Zughilfen halten konnte. Er hat seine Krallen eingegangen. Das waren schon Zughilfen. Ja. Dann hat er einfach gezogen, irgendwelche scheiß Gewichte. Und wo ich hier angefangen habe, und ich immer, wenn er Arm aufgegangen, Hände aufgegangen, ich musste mal mit Zughilfen arbeiten. Geil, du merkst schon, was das gemacht hat. Ich hab das aber im Laufe der Jahre. Wenn die Dinger auch da aufreißen und dann schon mal gewartet, bis es wieder verheilt ist, dass du wieder Gas geben kannst. Ja, man pullt ja den auch immer. Und dann hast du immer offen und dann blutet. Und, ja. Das ist ja so ein typischer Bodybuilder-Scheiß. Brust hoch beim Anziehen. Richtig übertrieben anheben. Ne, vor und dann richtig übertrieben annehmen. Weil du wirst merken, du kommst viel tiefer in den Rücken rein. Und bis ran, genau, bis ran. Machst du das aus, deinem Pullover auszuziehen? Oder willst du noch nicht? Siehst du, jetzt geht's los, jetzt kommen sie an. Warum reden wir davon, Alter? Wir müssen schneller raus hier, alle. Willst du mir mal bitte deinen Calvin kleinen Schlüpfer zeigen? Und Phil, wie gefällt's dir? Komm, da geht was. Stimmt. In der Theorie schon. Nee, meine Mutti hat gesagt, sie soll mich schonen. Das machen wir als Ausrede gelten hier. Ja, bei dir sieht es anders aus. Komm, noch fünf. Aber nicht schneller werden. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Und raus. Men's Physik. Bikini-Klasse für Männer. So dick wie seine Arme war damals die Ader auf meinem Schwanz. Nee, ist schon, wie gesagt, wir machen nachher einen Formcheck. Das sieht schon, also er bedient seine Klasse sehr, sehr gut. Schade, dass er seine Beine so vernachlässigt. Das ärgert mich, weil wenn die so nur halb so wie im Oberkörper wären, würde ich den direkt in die Classic Physik stecken. So. Aber preisgeldertechnisch verdient er das Gleiche, ne? Nee, weniger. Auf dem Olympia? Kriegt der Erste 50, kriegt der jeder. Ja, doch, ja. Alle kriegen 50, die Ersten, auch die Frauen, alle gleich. Und außer die schweren Jungs, die kriegen 400, der Erste. Aber
bei den Shows, bei den Quali-Shows ist es weniger. Ne? Ja. Kriegt er der erste drei? Drei. Ja, der erste bekommen. Ja, mehr seid auch nicht wert. Wir müssen ja unser Salat uns vielleicht brauchen. Ja, hier haben wir genau, ihr müsst ja viel weniger essen, obwohl er ist der Vier, er frisst 7.500 jetzt. Und sieht so aus, das ist natürlich krank, das ist wirklich die Ausnahme. Das versucht das nicht. Wir auf Season, um zuzunehmen, aber ihr werdet dann nicht so aussehen. Ne? Ihr werdet dann bei 7.500 Kalorien, da rutscht ihr schon aus der Hose raus langsam. Was ja auch der Sinn ist eigentlich, weil, wie gesagt, Oldschooler, ein Schwergewichtler, der lebt ja ganz anders wie jetzt so ein Athlet aus der Men's Physik, der ja doch versucht, das ganze Jahr relativ gut auszusehen. Oder eine ganz andere Off-Season-Form hat, weil warum soll er sich jetzt so zufressen, wenn er dann wieder an sein Limit rennen muss? Also bei ihm ist es wirklich dann eine Frage von, will ich so viel Masse wegschmeißen jedes Mal? Ne? Ich glaube, bei uns ist es auch eher so, wir wollen ja gucken, dass man noch ein besseres Gesamtbild, so gesagt, erzeugen auf der Bühne, gerade die Illusion her. Und da denke ich mal auch, wenn man sagt, okay, man macht jetzt so eine brutale Off-Season, wie die ganzen Schwergewichtler. Ich denke mal so, dass man es dann eher da weniger unter Kontrolle hat und dann sagen kann, hey, ich habe so in der offenen, da brauchst du ja Fleisch oder optimal so viel Fleisch, wie es geht. Und bei uns zwar auch, aber ich denke mal, da haben wir schon... Du hättest so viel passive Masse, die du eigentlich gar nicht benötigen würdest, weil du darfst ja nicht so ultramassiv werden, weil du sonst dein Gewissen wieder nicht erreichst. Ich bin ja dieses Jahr schon wieder von diesem extrem Men's Physik hier so ein bisschen runtergegangen, jetzt gerade mit Ryan Terry, wo dann jetzt Olympia gewonnen hat. Im Gegensatz zu dem Hendrickson, der Schwarze vom Ding her. Also ich denke mal schon, da ist allein schon von der Muskelmasse her, wollen die jetzt eher so back to the basics, eher wieder zurück. Eher mehr, das hast du nicht so magst, das Beachboy-mäßige. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe eine ganz andere Philosophie im Kopf. Ne? Training ist ja eigentlich, was ich so bis jetzt gesehen habe, ähnlich, obwohl immer noch mehr geht. Ich weiß, dass du eine harte, disziplinierte Sau bist. Aber im Training geht halt noch eine ganze Menge mehr, so definitiv. Aber dich hat es bis dahin geführt, du bist gewichtslimitiert. Das ist halt was komplett anderes, als wenn du auf nichts achten musst. Ne? Du kannst wachsen. Ich würde sagen, einfach nur auf den Unterkörper konzentrieren und gucken, dass du irgendwie, weil die ist ja nun auch medial und alles viel interessanter. Ich denke mal, es hat ja dann auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, wenn du in einer interessanteren Klasse bist. Ne? Es nützt ja nichts, wenn sie dich alle feiern. Aber im Endeffekt die Sponsoren ausbleiben, weil die Klasse an sich nicht so interessant ist wie die Classic Physik momentan. Ne? Das ist ja der Hype schlechthin. Und wenn du da drin bist und da drin auch gut bist, dann denke ich, dass du da dich wirtschaftlich viel besser aufstellen kannst als in der Men's Physik, wo wirklich tatsächlich bei jedem Wettkampf, wenn Men's Physik auf die Bühne geht, gehen die meisten raus, pinkeln, fressen. Der halbe Saal steht offen, geht raus. Habe ich jetzt bei jeder Show gesehen. Weißt du ja selber. Ne? Das ist zwar für die Athleten natürlich schlecht, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil wenn man vorher die ganzen Ochsen sieht und das, was man sich unter, auch als Laie, der da mal hingeht, sich als unter Bodybuilding vorstellt, und dann kommen die kleinen Jungs mit langen Badehosen. Ne? Das ist dann wirklich wie so, als ob der Surfer Cup gerade ist. So, und so frei zur so Pause, gell? Ja, naja, weil wie gesagt, die Wertschätzung ist halt nicht da, wenn vorher die fetten Ochsen waren und ihr dann das unglückliche Los habt, direkt nach den Fleischbergen da anzutreten. Oder deswegen machen sie ja meistens dann noch eine Frauenklasse zwischendurch, damit, weil Frauen ziehen ja auch Publikum. Aber das ist natürlich auch bitter, dass die Damen versuchen sollen, das Publikum drin zu halten, damit die Jungs dann nicht in Anführungsstrichen vor dem leeren Saal stehen. Ne? Ganz so übertrieben ist es nicht, aber ist tatsächlich zu beobachten. Men's Physik, bumm, steht der halbe Saal auf, geht raus. Das habe ich jetzt bei allen Shows, wo ich war, dieses Jahr miterleben müssen. Ja, sehr schön. War immer noch nicht Ende. War sehr gut, waren noch sehr viele Wiederholungen, aber es war noch nicht das Ende. War auch noch mal ein bisschen schwerer. Weil die Technik war auch gut. Okay. Tiefer im Bauch ran. Jawohl. Brust hoch, machst du gut. Ja. Ja, jetzt komm. Jetzt gekämpft. Komm, Chris. Komm. Jetzt geht's los. Komm. Noch vier. Noch drei. Noch zwei.
Komm, noch ein. Komm, und noch fünf. Los geht's. Jetzt gibt's dieses Maul hier, Alter. Komm, zack. Los geht's, komm, Phil. Fünf, eins, zwei, aggressiv. Drei, ja. Vier, komm. Fünf. Das sind die am Ende, die so einen Athleten wie dich auf Next Level bringen. Nicht permanent drin haben, aber die, so eine Spitzen musst du im Training drin haben, definitiv in jedem Training. Also ich würde versuchen, dass ich in jedem Satz so eine Spitze drin habe. Und wenn du so viel Kalorien frisst, dann hast du ja auch die Energie, dann kannst du ja solche Sachen versuchen, ein paar Mal abzurufen hintereinander. Ne? Da muss man sich aber auch ranarbeiten langsam erst, weil sonst verbrennt man sich. Und dann machst du auch nicht mehr so viel Übung, weil du viel, viel schneller K.O. bist. Der Muskel ist ja dann irgendwann, wenn du sowas machst, dann machst du keine neuen Übungen so. Ne? Und ich denke mal, dass das ein bisschen die Effektivität erhöhen könnte in dem Training. Also neue Muskelfasern nochmal aktivieren. Schaden kannst du nicht. Und trainieren kannst du ja, aber du bist so, ich habe so den Eindruck, du limitierst dich selber ein bisschen. Weißt du? Du gehst gerne vorher raus. Du merkst nicht, dass das Gewicht viel zu leicht ist teilweise. Also dass es viel schwerer trainieren müsste. Der Moment einfach, dass es nochmal einen Ausstritt gibt. Ja. Machst du dann 100.000 Wiederholungen am Ende? Obwohl du, im Endeffekt wissen wir alle, dass große Muskeln, voluminöse Muskeln durch schwere Gewichtsreize kommen. Ne? Und du kannst viel, viel schwerer trainieren. Du schaffst ja die Wiederholung. Kennst du den Typ hier oben? Ja. Ja, den kenne ich auch. Aber die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Welcher von denen? Ach, da oben. Ich dachte, der untere. Ja, das war er. So, das Arbeitsgerät einstellen. Das ist übrigens eine sehr, sehr geile Rückenmaschine, die läuft konisch auseinander. Heutzutage sagt man, glaube ich, anders dazu, aber ich, so alte Schlosser wissen, was ein Konus ist und was konisch laufen bedeutet. Die läuft konisch und du fängst schmal an und die zieht sich dann breit in den Rücken rein und gibt ein brutal gutes Rückengefühl. Also ist eine meiner Lieblingsmaschinen, die ist auch schon vor mir hier gewesen. Also die, das ist noch Qualität und das Ding, das funktioniert und wird auch täglich benutzt. Also die steht nicht nur rum, ist kein Special, die wird, weil sie auch relativ zentral platziert ist, bietet sich das natürlich an und die macht wirklich Laune. Also ich hoffe, der Chris, der wird mir das gleich bestätigen. Kannst du mal sagen, was trainieren wir da mit? Also welche Muskulatur vom Rücken? Baden. Ja. Die habe ich nicht, Leute. Nee, da gehen wir auch schön in die Dichte rein, also okay. in die Rückenfülle rein. Und würde dir gefallen, weil hier spürst du den Rücken wirklich. Schön fleischigen Latt hier, kann man gut sehen. Sieht schon, von hier sieht es fast noch besser, wie da so das Fund raushängt. Dann mach langsamer. Also zieh langsamer hinter. Genau. Noch kontrollierter rein. Ah. Nur in Sekündchen. Genau. So raus hier, lass einen großen Meister ran. Noch fünf? Noch zehn? Ah. Komm! Der Wille war da, Leute. Der Wille war da. Komm, beißen, Digga. Komm. Ich würde sagen, dann war das, wie nennen die meisten das, der Topsatz. Ich würde jetzt eine konzentrierte Übung noch anhängen mit dem Rudern, also wie nennt man es? Ist ja kein T-Bahn, ist das T-Bahn Rudern? T-Bahn. Mit Brustunterstützung, also mit Brustpolster. Werden wir da nochmal rangehen.
Und dann noch einarmiges Kurzhantelrudern und dann hat es sich geschissen. Dann haben wir ein schönes Rückentraining gemacht, glaube ich. Ein ausreichendes vor allen Dingen. Und danach wird schnabuliert und so verrückte Sachen gemacht. Und natürlich werden wir noch ein paar Fragen von euch beantworten. Ich hoffe, ihr habt mir in der Zwischenzeit noch welche gestellt. Chef geht tot, ich mach mal. Die läuft so geil. Aber die hatte ich auch noch im alten Gym. Die ist geil. Die ist richtig brutal. Jawohl. Oh, Alter. Irgendwie war es früher leichter. Die waren macht Gewichte. Früher war alles leicht, oder? Zwei gehen immer noch. Jawohl. Und wie fühlt sich an? Geil. Ist okay, ne? Also ich safe neue Reize. Und ich werde es morgen auf jeden Fall merken. Aber so generell gesehen, wenn man mal jetzt so mal tatsächlich die alten Geräte gegen die neuen vergleicht, ne? Also vieles doch funktionaler irgendwie. Fühlt sich funktionaler an. Ist nicht besser als ich stehe. Nicht so stier, so. Auch hier, der Bizeps-Curler, der sieht so räudig aus, der ist so geil, du kommst so in das Ding, so ein Peak-Gefühl kriegst du in keinem Curler. Das, oder unten der Beinstrecker, wo du den ganz aus dem Stretch kommst und dann wirklich und ohne Knieschmerzen, sowas gibt's heute alles gar nicht mehr. Das ist Wahnsinn. Ich bin richtig geil, feierig. Jawohl. Da! Okay. Wie okay? Wie okay? Finde ich sonst. Aber Chris, da musst du sagen zwischendurch. So ein Scheiß. Wenn du merkst, es ist zu leicht, verschenk den Satz nicht. Alles klar. Machen wir gleich richtig. Scheiße. Jetzt fickt er mich halt. Jetzt fickt er mich. Ja, warte kurz. Gib mal den Muskel ein kurzes Päuschen. Der ist doch gerade dabei, Luft zu holen. Okay. Okay. Da hast du schon gemerkt, das war der einzige vernünftige Satz, wo du da hast du richtig geil die Energie gespürt. Da. Das andere war Kindergarten. Merkt man. Ja, das sind deine Arbeitsgewichte jetzt. Und wenn du jetzt permanent dein Training so gestaltest, dann reduziert sich das automatisch um die Hälfte. Ja, von weil dein Energieniveau, du merkst es selber, du kriegst jetzt schon Hunger, dies, das, jenes, langsam wird es auch dauern. Jetzt stell mal vor, du ackerst die ganze Zeit so mit ein paar Sätzen in der Übung und dann musst du jetzt noch ein komplettes Schultertraining oder irgendwas ranhängen. Ja, das macht keinen Sinn, das ist sinnlos eigentlich. Ja. Weißt du? Und alles andere ist so eine Halbscheiße, wo man die Muskulatur sich nicht voll entfalten lassen kann. Ja, das bringt dann auch nicht weiter, weißt du? Bei den limitierten Gruppen, so wie bei euch, da mag es immer noch gehen, aber als schwerer Athlet unmöglich. Ja, was würdest du jetzt machen, wenn du ein Gewichtslimit hättest? Ich kann also mir ja nicht vorstellen, ich hatte ja nie eins. Aber wenn du eins hättest? Ja, erstmal müsste ich dazu nochmal jung sein und dann müsste ich mir wahrscheinlich... Ich bin nicht ein Typ, ich kann mich nicht limitieren so. Ich hätte versucht, so viel wie möglich raufzupacken und dann wäre ich eben aus der Klasse rausgerannt. Oder ich hätte dann so viel abschmeißen müssen, mich so quälen müssen, dass ich reinkomme. Aber dann wirkt es am Ende wieder nicht, weil du siehst einfach zu ausgemergelt aus, wenn du so viel Volumen hattest. Ne? Und jetzt aktive Masse, auch nicht nur passive Masse, sondern ist auch dann wächst ja auch ein Stück weit aktive Masse drunter. Und also ich kann es mir gar nicht vorstellen, ohne Scheiß. Kannst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen, dass ich mir das nicht vorstellen kann, aber das stand ja nie zur Debatte für mich, Gewichtslimit. Ich habe ja mein erster Wettkampf mit 104 Kilo. Ne? Und das war damals Männerklasse 4 zu Amateurzeiten, also die schwerste Klasse, mehr gab es nicht, vier Gewichtsklassen. Und ja, ich wäre nie unter 90 Kilo gekommen, oder es ging ja dann bis 90, über 90 und dann über 95 oder 96. Das waren dann die Schwergewichte, glaube ich. Das hätte ich nie im Leben geschafft. Zwei, komm. Einer, komm. Jawohl. Tja. 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 Tja.
Grüße. Ja, war schönes Training, hat Spaß gemacht. Ich finde es auch gut, wie du arbeitest, also und überhaupt, wie du in Form gerade bist in der Offseason. Denn dein Trainingsstil gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Was verbesserungswürdig ist, hast du ja gemerkt. Ja, habe ich mir aufgenommen. Ne, das ist im Endeffekt der Kopf bei dir. Dass da tatsächlich auch mehr abzurufen ist, wie eigentlich bei fast allen. Weil man limitiert sich doch, weil man denkt, man ist gut, es ist anstrengend, dies, das, jenes. Aber im Endeffekt bedienst du ja deine Klasse sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir uns das alles nochmal gleich unten an, in live, ohne Shirt. Gebe ich nochmal meinen Quark dazu. Und dann danke fürs Reinschalten. Tschaußen.